Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Wir machen heute da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, also bei der 1000 Karten OCG-Sendung von Junks Playground. Und was uns in dieser Folge erwartet, das erfahrt ihr nach dem Intro. Wir starten durch mit der ersten Karte der heutigen Sendung und das ist Grandopolis, die ewige Goldstadt in Extra Secret Rare aus dem Extra Pack 14 Knights of Order. Ja, Extra Secret Rare, eine Rarität, die bisher auch noch OCG-exklusiv ist. Schon eine Rarität, die es ein bisschen länger gibt. Im Übrigen nicht zu verwechseln mit unseren Platinum Secret Rare, das sieht ganz anders aus. Wie bereits gesagt, Extra Secret Rare gibt es schon eine ganze Weile im OCG, allerdings wurde diese Rarität erst zum 20-jährigen Jubiläum auch in den Hauptsets eingeführt. Der einzige Unterschied zwischen den Extra Secrets in den Hauptsets und denen, die davor kamen, ist der, dass bei denen in den Hauptsets hier in der Mitte, ist bei der jetzt nicht vorhanden, da das eben noch eine ältere ist, ein Wasserzeichen zu sehen ist, zu finden ist, ähnlich aufgemacht wie das der Speed Duel Karten, wo dann eben 20th Anniversary steht und zwei Karten abgebildet sind. Und die sind alle extrem teuer und in ihrer Verteilung her noch wesentlich seltener als Ghost Rare Karten. Ich glaube, die günstigsten, die es da aktuell gibt, wenn ich sie über meinen Händler beziehe, liegen bei 30 bis 40 Euro. Ja, es gab aus dem Extra Pack 14 zwei extra Secret Rares zu ziehen. Das war eben hier zum einen Grandopolis und zum anderen E-Hero Pit Boss. Beide Karten wurden im Zuge der World Championship 2013 als Preiskarten eingeführt und ein Originalexemplar in Super Rare dieser Karte hier kostet auf Market, es gibt übrigens nur einen Anbieter aktuell dafür, umgerechnet bzw. in etwa 900 Euro. Weiter geht's mit einer uns recht bekannten Karte aus Soul Fusion, relativ neu auch noch, und zwar der Chaos Drache Levianie. Hier in Ultimate Rare bei uns im TCG kam er ja als Secret Rare raus und war auch relativ teuer zu Anfang. Die hier ist jetzt natürlich nicht so teuer, da erstens aus dem OCG und zweitens dort nicht wirklich meta-relevant. Das bedeutet, die Karte kriegt man für ungefähr 7,50 Euro. Zumindest waren das die Kosten für mein erstes Exemplar, das ich noch bevor es bei uns rauskam, bei Yannick gekauft habe. Ich schätze mal, die Karte wird im Preis auf jeden Fall noch gefallen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die aus dem OCG immer noch 7,50 Euro kostet. Wir gehen jetzt allerdings mal von dem Wert aus. Und selbst wenn er noch aktuell sein sollte, ist das ein absolut erschwinglicher Preis. Ja, der Chaosdrache gehört zu den schönsten Karten, die meines Wissens, meiner Meinung nach, jemals im TCG rausgekommen sind. Also jetzt bezogen auf Drachenkarten, ja. Und hat auch meinen bisherigen Platz 1, den Chaos Imperator Drachen, von seinem Thron vertrieben, sage ich mal. Also das ist definitiv meine absolute Lieblingskarte, wenn es ums Thema Drachen geht. Das Design stimmt, das Farbspiel stimmt, die Raritäten, in denen sie gedruckt wurde, stimmen. Der Hintergrund stimmt, der Name stimmt, es passt einfach alles. Die Karte ist für mich, was das Thema Drachen angeht, Perfektion. Ja, also definitiv mein Platz 1, einer der coolsten Karten, die hier in Junks Playgrounds 1000 Kartensendung mit am Start waren. Dann geht's auch direkt weiter, beziehungsweise führt uns dieser perfekt gelungene Übergang direkt zum Chaos Imperator Drachen selber. Und zwar ist der hier aus BPT. Das genaue Kürzel oder das Gesamtkürzel ist BPT-J02. Und das ist die günstige Alternative zu unserem Chaos Imperator Drachen in Ulti. Wir haben ja zwei Versionen. Wir haben ja zum einen den aus dem Reprint-Set, der sich vom originalen Set dadurch unterscheidet, dass eben hier dieser Kartenrand an der Seite eben auch Ultimate Rare geprintet wurde. Ich muss mir auch unbedingt noch welche davon besorgen, denn ich habe zwar viele in Ultimate, 7 Stück um genau zu sein, allerdings halt alles Erstauflagen, die natürlich wesentlich teurer als der Reprint sind, aber dennoch unterscheidet sich der Reprint halt optisch vom Original, deswegen würde ich da auf jeden Fall noch 2-3 Stück von haben. Und das ist eben einfach eine unglaublich günstige Alternative. Wenn ihr die bei meinem Händler kauft, ich weiß nicht, für wie viel ihr euch die anbieten kann, aber wenn man bedenkt, dass man die auf eBay oder auch in Facebook-Gruppen für 10 bis 15 Euro bekommt, dann schätze ich mal, dass man die bei meinem Händler noch für wesentlich weniger Geld bekommen kann. Wie bereits gesagt, sein Kanal steht unten in der Videobeschreibung. Dort findet ihr in den Videobeschreibungen seiner Videos
alle möglichen Kontaktdaten, E-Mail, Handynummer, Facebook und so weiter und so fort. Dementsprechend ist unten verlinkt, falls ihr euch so eine Karte holen wollt. Schreibt ihn doch einfach, er bestellt euch das. Wird eine wunderbare Angelegenheit. Dieser Chaos-Imperator-Drache, der hier ist, ist leider schon vertauscht. Ich habe den jetzt bloß noch hier fürs Video. Hier gehen die Grüße auf jeden Fall raus an den lieben Max. Es geht weiter mit Dark Ruler Hades aus dem Duelist Legacy 5. Das Kürzel ist DL5-001 und die Karte ist in Ultra Parallel Rare. Ja, das ist eine Rarität, die kennen wir aus der Hobby League. Die meisten Hobby League-Karten sind jetzt nicht allzu viel wert, unterscheiden sich aber von anderen Karten speziell durch ihre Beschichtung. Die Karten sind dicker und wirken fast schon laminiert. Na, und optisch zeichnen sie sich natürlich dadurch aus, dass sie halt ultra rare sind und dann eben mit diesen parallelen Streifen drüber. Diese Karte ist dahingehend besonders, dass sie eben unzensiert ist. Wir haben jetzt zwar in dieser zweiten Lost of Art-Reihe auch, ich glaube, entweder den Dark Ruler himself oder eine Zauber oder Falle, auf dem er zu sehen ist, bekommen, wo dann eben unzensiert ist, wo man seine Hörner sieht. Und ja, die Hörner sind eine von zwei Zensuren, die offensichtlichste. Also wir sehen hier diese Hörner, die waren eben damals bei uns, als sie rauskamen, einfach nur so zwei blaue Halbkugeln sozusagen. Und die zweite Zensur, die ist vielleicht ein bisschen weniger offensichtlich, und zwar ist das hier, seht ihr das im Glas, die rote Flüssigkeit, die war bei uns eben grün, meines Wissens nach, ja, da das eben Blut darstellt, und das wollte man bei uns im TCG nicht. Deswegen wurde das dann im Endeffekt zensiert. Die Karte befindet sich im Übrigen in einem relativ guten Zustand. Sie ist halt leicht gebogen, so wie viele Karten aus der Sendung. So viel zum Thema alte Karten benden nicht. Aber ansonsten ist sie wirklich in einem sehr guten Zustand. Es freut mich, sie in der Sammlung begrüßen zu dürfen. Es geht weiter, und zwar mit der amazonischen Schwertkämpferin, die erstaunlicherweise nicht zensiert wurde. Denn wie man sehen kann, ist die Oberweite doch sehr präsent, aber nein, die kam tatsächlich auch so bei uns raus. Die Karte ist auch ultra parallel rare, da die Karte allerdings wesentlich, wesentlich älter als der Dark Ruler ist, fällt dieser Effekt, was bei alten Parallel Ultra Rares eigentlich so üblich war, etwas schwächer aus. Die Karte kommt aber nicht aus irgendeinem Nebenset oder irgendeinem Sonderset, sondern tatsächlich aus einem Hauptset. Das Kürzel ist 301-007 und der Name des Sets lautete Champion of Black Magic. Das Set Champion of Black Magic war ein OCG-exklusives Set, welches dann im späteren Verlauf mit Advent of Union, ein ebenfalls OCG-exklusives Set, kombiniert wurde und dann bei uns im TCG als Magician's Force auf den Markt kam, allerdings auch nur in englischer Sprache. Auf Deutsch erschien dieses Set nie. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, weil das damals einfach nicht meine Zeit war, wo ich mich so sehr damit beschäftigt habe, ob dieses Set auch in Deutschland vertrieben worden ist. Na, genau wie Pharaoh and the Guardian oder so. Genau. Ist jetzt auf jeden Fall so, die Ultra Rare, die normale Ultra, die wird auf jeden Fall zur Abgabe sein. Die Ultra Parallel Rare werde ich natürlich selbst behalten, da es die so bei uns im TCG eben nicht gibt. Es geht weiter mit Cera, der Mann, ebenfalls aus seinem Hauptset. Das Kürzel ist 308-056 und die Karte stammt aus dem Set The Sanctuary in the Sky. Und der Name lässt schon vermuten, auch dieses Set war wieder eines der Komponenten, welches dann zusammen mit einem anderen Set, nämlich Pharaoh's Inheritance, bei uns als Ancient Sanctuary released wurde. Ja, auch hier war dann Devil May Cry Rare eine Secret Rare. Die OCG-Variante unterscheidet sich natürlich dahingehend von der unseren, dass sie im Prismatic Secret Rare gedruckt worden ist. Und da ich das ja generell unterscheide, also normales Secret und Prismatic Secret, wird natürlich auch dieser Devil May Cry Rare hier Teil meiner Sammlung sein. Und er ist im Übrigen absolut gut erhalten. Der ist wirklich makellos, da hat jemand sehr gut auf seine Karte aufgepasst. Und man bedenkt, wie alt diese Karte eigentlich ist. Die geht ja auch schon so auf ihre 20 Jahre zu. Ne? Also sollte man in Ehren halten, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Im Übrigen eine meiner Lieblingskarten aus Ancient Sanctuary. Ich finde dieses ganze Cerato-Thema sowieso mega cool. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von dem Thema haltet. Schreibt es in den Live-Chat oder eben in die Kommentare. Es geht weiter mit einer wunderschönen Super-Rare, nämlich der Axt der Verzweiflung. Ebenfalls im unzensierten Artwork aus Duelist Legacy One. Das Kürzel ist DL1-002 und der exakte Name des Sets war jetzt nicht Duelist Legacy One, sondern Duelist Legacy Volume 1. Genau. Also ich persönlich finde,
dass das Artwork der Karte in beiden Fällen schön ist. Das Zensierte ist schön, das Unzensierte ist schön. Der Schrumpfkopf, der hier auf der unzensierten Version zu sehen ist, macht das Ganze allerdings noch um einiges böser, um einiges garstiger. Und das gefällt mir einfach extrem gut. Und es ist tatsächlich meine erste oder mein erstes Exemplar als unzensierte Variante. Ich hatte davor schon mal eine, die war aber total ramponiert, leider Gottes. Und es freut mich, die in meiner Sammlung begrüßen zu dürfen. Jetzt haben wir wieder eine kleine Erweiterung, sage ich jetzt mal, dahingehend, dass ich wieder etwas habe, das ich vorher noch gar nicht hatte. Und das freut mich auf jeden Fall mega. Auch die Karte ist in einem makellosen Zustand. Und ich bin gespannt, was sie geht. Es geht weiter mit zwei weiteren Schnieken-Karten, und zwar aus zwei Structure-Decks. Zum einen das törichte Begräbnis aus dem Structure-Deck Joey Volume 2 und zum anderen der magischen Dimension aus dem Structure-Deck Yugi Volume 2. Ja, die will ich euch auf einmal zeigen, da es einfach nicht allzu viel zu sagen gibt. Speziell zur Dimension gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Das einzig Erwähnenswerte hier ist natürlich wieder die Tatsache, dass das törichte Begräbnis hier unzensiert ist. Bei uns ist der Grabstein ja rund. Hier haben wir einen Kreuzersgrabstein. Ich habe insgesamt 3 Exemplare der Karte in der Sammlung gehabt. Und ich finde halt auch die unzensierte Variante, finde ich mega cool von den Karten her. Sieht einfach unglaublich schön aus. Und ich mag aber, wie gesagt, beide Varianten. Ich denke auch, dass das törichte Begräbnis im unzensierten Artwork ein schöner, ja, eine schöne Sache für diese Lost Art Reihe wäre, wenn es dann nochmal eine gibt. Vielleicht ist sie auch in der aktuellen dabei. Ich weiß von der aktuellen halt nur diese eine Hades-Karte, dass eine dabei ist. Vom Rest weiß ich bedauerlicherweise nichts. Also möglicherweise ist sie ja sogar schon in der aktuellen The Lost Arts Reihe dabei. Keine Ahnung, falls nicht, wäre das, wie bereits gesagt, eine nette Option, würde ich sagen. Was meint ihr? Ja, wir kommen zur vorletzten Karte dieser Sendung, und zwar dem Destiny Board aus Duelist Legacy 3. Das Kürzel ist DL3-120, also die 120. Ihr merkt schon, diese Sets waren wohl recht groß. Das hier ist natürlich auch wieder unzensiert, denn bei unseren Karten fehlt hier unten das Ouija Board. Ich persönlich finde es halt lustig, dass hier unten noch so Goodbye steht, ja, auf Wiedersehen sozusagen. Richtig nice, mir gefällt die unzensierte Variante natürlich um einiges besser als unsere TCG-Variante. Ich finde zwar beide schön, aber irgendwie mit dem Ouija Board hat das Ganze noch etwas richtig Bösartiges, so wie es sein soll, so wie Yu-Gi-Oh! Sein sollte. Und das fehlt mir halt bei vielen Karten der heutigen Zeit, einfach auch wenn sie sehr schön designt wurden. Wir kommen zu den letzten beiden Karten dieser Sendung, und zwar dem linken und dem rechten Arm der Exodia aus BP1. Die Kürzel sind eben BP1-003 und 004, und die Karten kommen aus dem Beginners Pack. Im Beginners Pack waren, beziehungsweise das Beginners Pack kam erstmal am 5.2.2004 raus und enthielt eben 5 Promokarten. Das war dann eben die Exodia, diese Teile und der Kopf. Sowie entweder ein Structure Deck Kaiba Volume 2 oder ein Structure Deck Yugi Volume 2, sowie ein Computer bzw. ein Videospiel, und zwar Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2004 Videogame. Und ja, das ist auf jeden Fall die zweite Secret Rare Variante, die es im OCG gab. Es gibt noch eine andere, die ziemlich teuer ist, die ist meines Wissens nach, ich meine, ich habe es ja selber, ich müsste bloß nachschauen, aber ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, die meines Wissens nach eben im alten Layout noch ist und die so um die 200€ geht. Ich habe sie damals relativ günstig für 70€ bekommen. Ich habe sie insgesamt 3 Mal in der Variante, also einmal für 70, einmal für 120 und einmal musste ich die vollen 200 zahlen. Und ja, das war auf jeden Fall ein schönes Schnäppchen. Wie viel jetzt die aus dem Beginners Pack gehen, weiß ich nicht, wie bereits gesagt. Da werde ich mich mit meinem Händler nochmal kurz schließen heute Abend, und dann erfahre ich da mehr, und dann erfährt natürlich auch Junks Playground mehr. Das soll es gewesen sein mit der heutigen Sendung. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir, und wir sehen uns zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.